Da, jetzt, jetzt! Oh da! Oh! Oh, 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 oh. Wir befinden uns hier eigentlich wie immer, wenn wir uns hier treffen, im Herzen von Potsdam. Heute hier hinterm Nutepark an der neuen Fahrt. Hier wurde vor einigen Tagen bei gezielten Räummaßnahmen eine 52-Kilo-Bombe englischer Bauart gefunden. Problematik hier, die Bombe liegt im Gegensatz zu anderen Bomben, die wir bisher in Potsdam hatten, hier im Wasser. Hier ist also eine Wassermächtigkeit von 4 Metern drüber, einschließlich der Schlammschicht. Und hier gilt es also heute Morgen, die Bombe erstmal freizulegen, klar den Zünder zu identifizieren und dann aus den Erkenntnissen abzuleiten, wie wir heute hier weiter rangehen. Wir haben also hier über der Bombe einen Aluminiumring eingespült, um das Nachrutschen des Schlammes zu verhindern, um die Bombe klar zu identifizieren. Wir haben festgestellt, es handelt sich um keinen chemisch-mechanischen Langzeitzünder, sondern um einen klassischen Heckaufschlagzünder. Dieser ist vollständig entsichert, aber die genauen Erkenntnisse, die mir dazu helfen, eine Entscheidung herbeizuführen, werden in den nächsten Minuten dann mir zugetragen durch die Tauchtrupps. Und dann werde ich auch eine Entscheidung treffen, wie wir heute hier weiter rangehen. Ja, die Besonderheit ist, dass ich mich vom Zustand der Bombe nicht wie bei den anderen Bomben hier in Potsdam üblich schon Tage vorher vom Zustand überzeugen konnte, sondern einfach in der Lage leben muss und auch schnell im Sinne aller, auch der evakuierten Leute, eine Entscheidung herbeiführen muss. Diese Entscheidung mache ich fest am Zustand des Zünders, das heißt, was ist im Zünder vor 75 Jahren passiert, in welchem Zustand ist der Zünder und daran wäge ich auch abhängig von unserer eigenen Sicherheit ab, ob wir hier das Risiko eingehen, die Bombe zu bergen und anzulanden und zu entschärfen oder dort zu belassen und zu sprengen. Ja, wir haben alles soweit vorbereitet. Wir haben also ein Strohballenfloß angefertigt von den Ausmaßen 7x7 Meter, Höhe 1,20 Meter, was dann über die Sprengstelle durch ein Schiff aufgezogen wird, sodass wir einen weiten Splitterflug der Bombe verhindern. Ja, da ich selbst kein Taucher bin, muss ich also hier mit Kollegen zusammenarbeiten, die mir zuarbeiten. Sonst sehe ich alles selbst und treffe meine Entscheidung selbst. Hier müssen wir also in einem bedeutend größeren Team arbeiten. Also das ist schon eine andere Situation als sonst. Ja, zum Zustand der Bombe kann ich nichts sagen. Die Bombe ist relativ gut erhalten, so berichtete mir der Taucher. Es handelt sich um eine MC-500, englischer Bauart, wie ich schon sage. Das heißt, die hat 110 Kilogramm Nettomasse in sich. Und der Sperrkreis ist so dimensioniert, dass eigentlich auch bei einer Sprengung oder bei einer ungewollten Detonation der Bombe hier niemandem was passieren kann. Wenn ich mich auf der Freundschaftsinsel befinde, werde ich ein 4-Augen-Gespräch mit dem Taucher führen, werde dann meine Entscheidung herbeiführen und werde dann entscheiden, packe ich meine Zange aus oder mein Sprenggerät. Da, jetzt, jetzt! Wir haben also in der ersten Phase ganz klar den Zünder identifizieren können, haben uns relativ schnell zusammen mit dem Taucher davon überzeugen können, dass die Bombe nicht zu entschärfen geht, weil die Zündnadel bereits im Detonator steckte. Wir haben dann dementsprechend sofort den Plan B durchgeführt. Wir haben dann an die Einsatzleitung gemeldet, dass wir beabsichtigen zu sprengen. Ich bin zufrieden mit dem Gesamtergebnis. Gut, hier gibt es jetzt einige Nacharbeit auf der Freundschaftsinsel. Das ganze Stroh muss wieder zusammengehakt werden. Aber ansonsten bin ich mit der Maßnahme zufrieden. Die Bombe ist beseitigt. Wir haben mit 2 Ladungen gesprengt. 2 voneinander unabhängig elektrisch per Funk gezündete Ladungen. Ich war ca. 700 Meter von hier weg, stand unter einer Brücke. Es lief eigentlich alles so, wie wir das uns vorgestellt haben. Bloß halt, das Wetter hat nicht mitgespielt. Die momentanen Schäden, die ich hier mal schnell gesehen habe, ich bin ja auch noch keine 15 Minuten wieder auf der Insel, ist, dass einige Bäume beschädigt wurden, dass eine Laterne beschädigt wurde, dass die Strohbunde keine Bunde mehr sind und dass der Uferweg etwas abgesackt ist. Ja, von der Bombe ist im Prinzip nichts übrig geblieben, außer Fragmente. Wir sagen dazu Bombensplitter. Und ansonsten, ich bin damit zufrieden, kann damit leben, dass es materielle Schäden gibt in geringer Art und Weise, aber keine Personenschäden. Das ist immer das Wichtigste bei einer Neutralisierung einer Fliegerbombe.